Willkommen zu unserem Trainingsvideo zum Thema Benutzer- und Gruppensteuerung. Um Zugriffsrechte auf das Synology NAS einzurichten, gibt es mehrere Optionen. In einfachen und kleinen Umgebungen kann die direkt im DSM integrierte lokale Benutzersteuerung verwendet werden. Wenn wir uns in größeren Umgebungen befinden, dann lässt sich auf dem Synology NAS auch ein Active Directory oder ein LDAP-Server betreiben. Oder wir binden das NAS in eine bestehende Domäne ein, wodurch dann alle Zugriffsrechte durch den vorhandenen Directory-Server kontrolliert werden. In diesem Video fokussieren wir uns auf die Benutzer- und Gruppenverwaltung unmittelbar im DSM, die zum Beispiel zu Hause oder in kleinen Büros oft und gerne genutzt wird. Wir starten mit den Erklärungen direkt hier in der Oberfläche. Dazu öffnen wir zunächst mal die Systemsteuerung und sehen hier die Punkte Benutzer und Gruppe. Wir gehen jetzt auf den Punkt Benutzer ein. Hier sehen wir bereits angelegte Benutzer und ein paar Informationen. Systemseitig ist der Admin angelegt und ein Gastnutzer, der jedoch ab Werk deaktiviert ist, wie wir hier am Status sehen können. Mit dem Button Bearbeiten oder mit einem Doppelklick auf den Nutzer können wir dessen Einstellungen verändern und einsehen. Und auf die einzelnen Punkte gehen wir gleich noch detaillierter ein. Wir stellen jetzt zunächst aber mal einen neuen Benutzer. Dies machen wir, indem wir hier auf Erstellen klicken. Wir vergeben erstmal einen Namen und beschreiben dann die Tätigkeit der entsprechenden Person. Dann wird ein Passwort festgelegt. Die Sicherheitsstufe des Passworts wird uns hier schon automatisch angezeigt. Dem neuen Benutzer kann eine Benachrichtigung per E-Mail gesendet werden, was wir jetzt erstmal weglassen. Und wir legen fest, ob der User sein Passwort selbst ändern kann. In diesem Fall lassen wir das zu, setzen hier also keinen Haken. Nach einem Klick auf Weiter können wir den Benutzer einer Gruppe zuordnen. Wir haben drei systemdefinierte Gruppen, die hier angezeigt werden. Hätten wir bereits eine eigene Gruppe angelegt, würde diese natürlich auch hier erscheinen. In der Regel sind für uns hier nur die Gruppen Admin und Users relevant. Wenn der Nutzer uneingeschränkt mit der DS arbeiten soll und Zugriff auf alles haben soll, dann setzen wir den Haken bei Admin, bei Administrators. Wollen wir keinen Vollzugriff vergeben, sondern dem Nutzer nur bestimmte Möglichkeiten einräumen, ohne Änderungen am System zu genehmigen, dann setzen wir den Haken nur bei Users. In unserem Fall geben wir Philipp jetzt Adminrechte. Im nächsten Reiter können wir dann für jeden gemeinsamen Ordner Berechtigungen setzen. Die Klassiker sind Lesen und Schreiben oder gar keinen Zugriff. Eine wichtige Info an dieser Stelle: Solltet ihr die Fotostation installiert haben, dann ist der Fotoordner, wie hier, ausgegraut und wir können keine Berechtigungen in diesem Menü setzen. Berechtigungen des Fotoordners nehmen wir dann direkt innerhalb der Fotostation vor. Unten sehen wir noch Infos zu Berechtigungsprioritäten und deren Hierarchie. NA steht für No Access, also gar keinen Zugriff. RW steht für Read and Write, Lese- und Schreibzugriff, und RO für Read-Only, also der reine Lesezugriff. Für eine einfache Berechtigungsvergabe ist das nicht so relevant. Aber wenn ein Nutzer zum Beispiel einer Gruppe angehört, deren Einstellungen sich nicht mit den individuellen Berechtigungen des Nutzers überschneiden, dann sind diese Informationen wichtig. Sollte die Gruppe, der der Nutzer angehört, zum Beispiel keine Rechte auf den Videoordner haben, wir aber wiederum beim Benutzer selbst Lese- und Schreibrechte für diesen Ordner vergeben, so würde, wie unten beschrieben, die No-Access-Regel der Gruppe höher gewertet werden als die eigene Read- und Write-Regel des Benutzers. Somit hätte derjenige keinen Zugriff auf diesen Videoordner. Wir vergeben jetzt alle Berechtigungen und klicken auf Weiter und kriegen hier den Hinweis, dass die Quote für Philipp unbegrenzt ist. Das liegt daran, dass wir Philipp der Administratorgruppe hinzugefügt haben. Wenn wir das wieder rückgängig machen, also nur den Haken bei den Nutzern lassen, dann sind wir hier auch in der Lage, ein Kontingent festzusetzen. Und hier bei den Speicherkontingenten, also bei der Speicherplatzlimitierung, gibt es nun einen kleinen Unterschied zwischen NAS mit BTRFS und dem EXT4-Dateisystem. BTRFS-Systeme können den Speicherplatz, den ein Nutzer auf dem System ablegen darf, pro Shared Folder limitieren. Wir können damit also flexibel bestimmen, wie viel Megabyte
oder Gigabyte ein Nutzer zum Beispiel in den Video, Musik oder einen anderen beliebigen Ordner ablegen kann. Bei X4-Systemen hingegen können wir dies nicht pro Ordner einstellen, sondern nur für das ganze Volume. Dieser Unterschied ist zum Beispiel relevant, wenn wir eine Time Machine-Sicherung in einen Backup-Ordner auf unserem NAS laufen lassen und diese zum Beispiel auf 500 GB limitieren möchten. Bei X4 müssten wir dazu extra einen eigenen Time Machine bzw. Backup-Nutzer anlegen und diesen dann mit 500 GB auf das ganze Volume limitieren. Bei BTFS kann ich meinen eigenen Benutzer verwenden und das 500 GB Limit einfach nur auf den Backup-Ordner setzen, in den die Time Machine-Sicherung läuft. Nach den Benutzerkontingenteinstellungen folgen die Regeln dafür, welche Applikation der Nutzer verwenden darf. Und im letzten Punkt können wir dann den User noch in den Upload- und Downloadraten einzelner Programme oder Protokolle einschränken. Wenn wir dies nicht pro Nutzer, sondern allgemein für ein Paket oder Protokoll steuern wollen, können wir das in den Netzwerkeinstellungen im Punkt Datenflusssteuerung machen. Wenn wir jetzt aber hier einmal auf Weiter klicken, dann folgt eine Zusammenfassung der eben getätigten Einstellungen für diesen neuen User, die ich jetzt einmal bestätige und damit den Nutzer erstelle. Bei einer nachträglichen Benutzerbearbeitung bekommen wir noch einige Einstellungsmöglichkeiten dazu. Für Applikationen können wir dann zum Beispiel den Zugriff nur über eine bestimmte IP-Adresse erlauben oder verweigern, unter diesem Punkt. Wenn ich hier den Haken setze, öffnet sich ein neues Fenster und ich könnte hier beispielsweise die lokale IP des Office-PCs des Nutzers eintragen und damit stelle ich dann sicher, dass der Nutzer nur von seinem Arbeitsplatz im Büro zum Beispiel diese Applikation Active Backup nutzen kann. Die Person wäre dann nicht in der Lage, von einem anderen Gerät wie zum Beispiel dem Handy oder dem PC zu Hause auf diese Applikation zuzugreifen. Im Menüpunkt der Benutzer haben wir noch eine wichtige Funktion, und zwar die Funktion der Passwortsicherheit unter dem Reiter erweitert. Hier können wir als Administrator Mindestanforderungen für Passwörter festlegen. Es zum Beispiel verpflichtend machen, dass Sonderzeichen einbezogen werden oder eine gewisse Mindestlänge für Passwörter einfach auswählen. Ebenfalls können wir Kennwörter ablaufen lassen und wir zwingen damit Nutzer nach Zeitraum X ein neues Passwort zu vergeben, um die Sicherheit zu erhöhen. Auch die Zwei-Faktor-Zwei-Stufen-Verifizierung finden wir an dieser Stelle sowohl für Administratoren als auch für alle Benutzer einstellbar. Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung muss nach dem Eingeben des Benutzers und dessen Passwortes noch ein zusätzlicher Code eingegeben werden. Dieser wird von einem Zwei-Faktor-Authenticator, zum Beispiel von der App Google Authenticator, generiert. Der letzte Punkt unter dem Reiter erweitert ist der Benutzer-Home-Dienst. Dieser erstellt für jeden Benutzer einen eigenen Ordner, wie wir das auch von anderen Systemen kennen, wie beispielsweise den Ordner eigene Dateien unter Windows. Auf diesen Ordner hat dann neben den Admins nur dieser Nutzer Zugriff. Kommen wir nun zum Punkt Gruppen. Gruppen machen vor allem dann Sinn, wenn wir mehrere Benutzer haben und diesen auch identische oder ähnliche Berechtigungen zuweisen wollen. Klassisch wären das zum Beispiel Abteilungen innerhalb von Firmen oder auch externe Benutzer, denen wir nur sehr eingeschränkten Zugriff geben wollen. In der Übersicht sehen wir, wie auch bei den Benutzern, unsere bereits erstellten Gruppen. Diese können wir bearbeiten oder ihnen Benutzer hinzufügen, sofern wir dies nicht schon bei der Erstellung der jeweiligen Benutzer gemacht haben. Die Schritte, um eine Gruppe zu erstellen, sind identisch mit der Erstellung eines Benutzers. Darum gehen wir hier nicht wieder im Detail auf die Punkte ein. Es wird zuerst ein Name vergeben, eine Beschreibung, dann kann der Zugriff auf Shared Folders festgelegt werden. Es können Quoten, also Speicherkontingente, festgesetzt werden, Zugriffe auf Applikationen und im letzten Schritt kann auch hier wieder der Traffic beschränkt werden. Wir vollenden das Ganze einmal und haben damit die Presales-Gruppe erstellt. Möchten wir im Nachhinein Zugriffe für Applikationen regeln, können wir dies in der Systemsteuerung
unter dem erweiterten Modus in dem Punkt Berechtigungen tun. Wir wählen einfach die Applikation aus, klicken dann auf Bearbeiten und können sowohl für Benutzer als auch für Gruppen die Rechte vergeben. Für den Fall, dass wir weitere Berechtigungen der Benutzer oder Gruppen für Unterordner setzen wollen, können wir dies ganz feingranular innerhalb der FileStation tun. Sollte der Benutzer oder die Gruppe zum Beispiel generell mit einem Hauptordner arbeiten, aber auf bestimmte Unterordner keinen Zugriff haben dürfen, gehen wir wie folgt vor. Wir öffnen die FileStation, wählen erstmal den Überordner aus, klicken dann rechts auf den Unterordner, wählen Eigenschaften, Genehmigung und Erstellen, können jetzt den Benutzer oder die Gruppe auswählen, Philipp, wählen den Typ der Einstellung Verweigern und wenn wir hier jetzt alles anhaken, würden wir dadurch dann alle Genehmigungen für diesen Unterordner verweigern. Das heißt, ein Zugriff des Nutzers Philipp auf diesen Unterordner kann nicht mehr stattfinden. Diesen Prozess können wir für jeden beliebigen Unterordner durchführen, aber auch hier bitte immer die Hierarchien der Rechte im Hinterkopf behalten. Berechtigungen sind bei einem zentralen Server immer sehr wichtig und die Anforderungen sind je nach Einsatzszenario unterschiedlich. Mit den Bordmitteln des DSM haben wir eine intuitive, einfache Benutzer- und Gruppensteuerung, die dennoch funktionsreich ist. Optional kann das NAS in eine bestehende Domäne eingebunden werden oder mit kostenlosen Zusatzpaketen in einen LDAP oder Active Directory Server verwandelt werden.